Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute wieder ein neues Thema und zwar wieder von der Firma Talpot. Ihr erinnert euch ja, wo ich das Paket ausgepackt habe, wo ich diese Talpot A36 Plus bekommen habe. Die habe ich ja mit euch zusammen ausgepackt. Aber da war ja noch was im Paket und zwar dieser Karton hier. Ja, und da wollte ich mal mit euch zusammen durchgehen, was da so ist. So, ich mache den mal auf. Und hier als erstes sehe ich erstmal ein Bluetooth-Headset. Ja, okay. Dann habe ich hier auch von der Firma Talpot. Da ist die Kamera. Und ja, entweder ist das der Bluetooth-Empfänger von dem Headset hier. Oder das ist das Bluetooth-Teil, wo ich die Funkgeräte am Handy programmieren kann. So, dann habe ich hier noch was. Das ist einmal Ladekabel und nochmal hier so ein Klettband. Okay. So, und zuletzt nochmal ein Klettband. Ja, mit auch irgendwas. Keine Ahnung, wofür das jetzt ist. Es blinkt, wenn man hier auf den Knopf drückt. Wofür es jetzt ist, keine Ahnung. Müssen wir noch rausfinden. Ja, und dann habe ich hier nur noch eine kleine Mini-Anleitung. Und das ist für Wireless Frequency Writing User Guide. Ja, und das handelt sich hier um dieses Teil. Ist natürlich alles in Englisch. Das ist natürlich die Sprache, die beherrsche ich aus dem FF. Naja, gut. Dann nehmen wir uns mal so ein Funkgerät. Ich würde sagen, ich nehme dann auch direkt mal die Talpot. Und ja, die haben wir ja im letzten Video noch getestet. So, steck die mal ein. Und so, ich meine, ich muss fairerweise sagen, nö, ich würde sagen, wenn dich das interessiert, bleib dran nach dem Intro. So, wieder zurück. Ja, ich muss fairerweise sagen, ich habe natürlich schon im Vorfeld alle drei Sachen geladen, weil ja, das wollte ich auf jeden Fall machen, bevor ich die hier auspacke, möchte ich die hier ausprobieren und dann meine Batterie ist alle. Ja, da hatte ich natürlich keinen Bock drauf, von daher habe ich erstmal jedes Gerät geladen, dass es voll ist und mir natürlich auch schon mal die App hier drauf geladen. Ja, was ich natürlich nicht habe, ich habe mit der App nicht viel rumexperimentiert. Ja, ich zeige jetzt auch die richtige App. Ach so, vielleicht sollte ich auch erstmal überhaupt Bluetooth einschalten. So, Fehler gefunden. Ich hatte nämlich die falsche App drauf. Die App, die ich vorher installiert hatte, also vielmehr gestartet hatte, war wohl die App für RadioTit. Und jetzt habe ich auch die richtige. Ja, ich würde sagen, ich zeige die euch mal am Handy und dafür muss ich das Handy erstmal wieder hier hinholen. So, das ist jetzt hier die App. Und ja,
Man sieht, ich habe hier oben schon die A36 Plus Serie drin. Bin momentan connected, weil ich kann jetzt eigentlich da nur noch auf Disconnect gehen. Also mein Walkie-Talkie ist also schon quasi verbunden. Und wenn ich jetzt hier auf Read gehe, dann hat er wohl schon eingelesen, weil mein Digitalpod A36 Plus hat gerade neu gestartet. So, und wenn ich jetzt nun auf Profil gehe, ja, haben wir jetzt quasi schon alles so, ja, was man sehen kann. Ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, also wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich doch mit Kabel gebundenen Programmierkabeln und Schob oder so schon irgendwie ein bisschen besser. Ja, Frequenzmode. Ja. Da sind schon, wie gesagt, von beiden Geräten die Frequenzen. Dann haben wir hier noch Option Fuchsias. So, wie der Squelch eingestellt ist auf 4, Vox ist off und so weiter und so fort. Ja, und dann kann man natürlich es da mit rumfingern und machen und tun. Ja, und ist in der Lage, per Handy seine Funkgeräte zu programmieren. Ja, hier kann man noch die Sprache auswählen zwischen Chinesisch und Englisch. Hier wird wohl die Version angezeigt. Ja, Radio Frequency Programmer 1.2.0. Ja. Und da sind wir wieder im Hauptmenü. Profile habe ich noch keine angelegt. Ja, auf jeden Fall, wie ihr hier sehen könnt, kann man hierüber jetzt so einiges machen. Was ich jetzt noch nicht gefunden habe, ist, wo jetzt die ganzen programmierten Frequenzen, die ich mit Schob einprogrammiert habe, wo ich die jetzt finde. Naja, wie gesagt, da muss man sich ein bisschen durchfuchsen. Habe ich aber persönlich gar keinen Bock drauf. Ich wollte euch das einfach jetzt nur mal zeigen. Und ich würde sagen, ich melde mich noch mal von der Seitenkamera. So, ja, da ist dieses kleine Ding. Ich mach's mal wieder ab. Und ja, ich habe mich also fest entschlossen, dieses Programmierteil hier von Talport an euch zu verlosen. Dafür werde ich ein extra Video machen. Und in diesem extra Video, wo ich das dann quasi drin verlose, da könnt ihr dann Kommentare reinschreiben. Ja. Ist eigentlich egal, was ihr da so reinschreibt. Für eine Ziehung habe ich auch schon ein Programm, also eine Webseite. Da wird dann quasi der Gewinner ermittelt. Also es liegt nicht an mir. Da wird auch nicht irgendeiner, der aus irgendwo eine Keksdose oder so ein Zettelchen zieht. Weil, ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute da insgesamt nachher Kommentare reinschreiben. Und dann möchte ich ja auch nicht alle fortlangs wieder neue raussuchen müssen und die Namen aufschreiben, um sowas dann quasi zu machen. Ich meine, die Idee ist zwar gut, aber ja, nee, also die Ziehung soll auf jeden Fall auch ein Programm machen. Und von daher braucht ihr quasi nur in die Kommentare schreiben, egal was. Also es gibt dann nicht Hashtag Ascona oder was weiß ich was oder Hashtag Talport Programmer oder so. Nein, ihr könnt einfach reinschreiben, was ihr wollt.
Und ja, die Software, also das Programm ist ja eine Software so gesehen, wenn man so will. Also irgendwas muss ja einer programmiert haben, der auf meiner Webseite dann den Link muss man da quasi eintragen, dann den Gewinner rauszieht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, zeitnah das Verlosungsvideo hierfür zu machen. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wer es gewinnt. Das ist mein allererstes Mal, dass ich quasi was verlose. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich den von Radio Tit kriege, dass ich den dann wahrscheinlich auch nochmal verlosen werde. Ja, weil, wie gesagt, ich hab hier meine Programmierkabel. Da weiß ich, was ich tue. Da weiß ich noch nicht, was ich tue. Und ich möchte mich da auch nicht mehr in meinem Alter noch da reinfuchsen. Von daher ist eine nette Idee, finde ich. Man kann dann auch nochmal kabellos machen. Handy hat man sowieso eigentlich immer dabei. Aber für mich, alten Sack, ist das nichts mehr irgendwie. Ja, deswegen möchte ich aber an einen von euch die Freude machen. Und das könnt ihr, wie gesagt, bei mir gewinnen. Also in dem nächsten Video, wo es dann heißt Verlosung. Ja. Gut, das soll es gewesen sein. Wenn du mich nicht abonniert hast, kannst du das jetzt gerne tun. Ja, einfach auf Abo klicken und wenn du dann noch die Glocke aktivierst und auf All gehst, bekommst du, egal was passiert, ja, immer Nachricht und bist somit auf dem Laufenden, dass du nichts verpasst. Soll eventuell mal irgendwann, vielleicht sogar mal sein, dass ich auf den Stream gehe, ne? Auch nicht alleine. Ich will aber auch noch nicht verraten, mit wem. Das ist noch ein Geheimnis. Da habe ich aber schon mit jemandem gesprochen und da wird sich mal irgendwann was tun. Ja, ansonsten danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Das ist auf jeden Fall immer gut. Wenn du das Video gut fandst, gib dir einen Daumen nach oben. Natürlich darfst du wie immer einen netten Kommentar reinschreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. So sehe ich wenigstens, dass hier das Video überhaupt geguckt worden ist. Ja, und ansonsten kann ich nur noch sagen, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg. Heute haben sie uns aber auf dem Kieker. Wir dürfen nicht zu laut lachen. Jetzt mal unter uns, wie fandest du denn diese Miss Mausi? Großartig. Ich auch. Was? Aber nein, wir doch nicht. Euer Glück.